Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und eigentlich wollte ich hier mich mal um unsere Einkaufsstraße kümmern, insbesondere da etwas für persönliche Ausrüstung. Aber wenn ich mir da anschaue, was wir da brauchen, insbesondere für die Höheren, da fehlt uns was, und zwar die Edelsteine. Und darum werden wir uns heute hierum kümmern. Und um die abbauen zu können, brauchen wir die Politur und zwei verschiedene Schleifmittel. Die Schleifmittel, die sind recht einfach. Wo sind sie denn? Hier Stahl und Silikonkarbid und Holz und Stahl. Aber die Politur, da brauchen wir Leichtöl und Aluminium. Und Aluminium haben wir ja schon auf einen Zug geladen. Das heißt, das müssen wir nur noch verfrachten. Und ich denke, weil wir Leichtöl brauchen, werden wir die Produktion unten bei unserer Ölverarbeitung machen, sodass wir das Leichtöl nicht rumpumpen müssen. Und das heißt, wir brauchen dann da einfach einen Bahnhof, der uns das Aluminium anliefert. Und wir haben hier einen Bahnhof, der nicht benutzt ist. Wir könnten den umfunktionieren in Aluminiumanlieferung. Und dann das richtige Icon dazu. Wo ist es denn? Hier. Einzug. Da wir hier noch Platz für einen Waggon haben, machen wir das so. Die Ausladung hier, und dann knicken wir hier die Hälfte einfach kurz und versorgen das Ganze mit Strom. Und hier oben, das ist ein Dreiergespann. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, das müssen wir dann irgendwann noch korrigieren. Aber ich denke, wir können dann hier... Ah, da brauchen wir wahrscheinlich Chemiefabriken, Chemiefabriken, Chemiefabriken. Ja. Könnten wir eigentlich das nach hoch ziehen? Da haben wir das Leichtöl. Und wir machen hier mal zwei Maschinen ran.
speichern wir kurz. Und etwas Strom. Gut, dann heißt das, müssen wir jetzt noch auf einen Zug verladen. Ich denke, da machen wir hier einen Bahnhof hin. Und das wird auch wieder ein kurzer Zug sein. Und vielleicht nicht mal voll beladen, sondern dass wir einen Zug haben, der die Politur und die beiden Grinding Wheels da zusammen anliefert. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich werde hier das fertig bauen und schauen, dass unser Zug dann auch hier hinfährt. Und dann können wir schauen, wo bekommen wir denn die Grinding Wheels her und wo bauen wir die Edelsteine ab. Wie ihr seht, war ich in der Lage, die drei Waggons, die wir zu viel hatten, zu entsorgen. Und so, dass wir nur noch einen Waggon hier beladen, den wir jetzt auch dann gleich mal hier nach unten schicken können. Wir wollen das aber nicht als temporären Stopp machen und dieser wird leer sein. Hier kein Pfad. Da waren wahrscheinlich noch ein paar Gleise, die mit dran glauben mussten. Gut. Dann gehe ich wieder mal nach unten, denn den Zug für die Beladung habe ich auch eingestellt. Und der ist ein bisschen besonders, darum schauen wir uns das gleich mal an. Nach dem zweiten Anlauf sieht es so aus, als ob unser Aluminiumzug hier den Bahnhof geschafft hat, die Kurve bekommen hat. Und nun bekommen wir hier auch die Politur raus. Und dieser Waggon ist so eingestellt, dass er ein Drittel Politur lädt, ein Drittel von den Grinding Wheels und dann die Politur Wheels auch nochmals ein Drittel. Das heißt, dieser Zug wird diesen Bahnhof anlaufen und wahrscheinlich werden wir da dann einfach ein Zeitlimit brauchen, bevor er weiterfährt. Und dann müssen wir schauen, wo bekommen wir die Grinding Wheels her. Und vielleicht müssen wir da dann auch noch einen Puffer reinbauen. Aber wir werden das alles herausfinden. Zuerst schauen wir, wo bekommen wir die Grinding Wheels her. Dieser Teil dürfte recht einfach sein, denn wir machen hier neben unserem Logistikbahnhof einen Bahnhof hin. Neben unserem Einkaufszentrum einen Bahnhof hin. Und dann haben wir hier zwei Kisten, wo wir das anfordern und den Zug beladen. Das heißt, wir können dann hier oben hingehen und sagen, mach mir die Dinger. Und das sollte alles
und alleine gehen. Siliconcarbid haben wir nicht. Siliconcarbid, das scheint etwas zu sein, was wir bisher nicht brauchten. Hier haben wir das Silikonpulver. Wenn wir jetzt hier das so machen, Siliconcarbid und hier drüben haben wir Carbon. Und dann können wir das hier anbieten, sofern wir hier Strom hinbekommen. Und vielleicht machen wir hier diese Maschine etwas schneller. Und wie sieht es denn jetzt so aus? Yep, die werden produziert, landen hier drin. Das heißt, wir können uns nun eine Lagerstätte für unsere Edelsteine suchen. Und die sind immer recht klein. Wir haben hier was, wir haben hier was, wir haben da unten was, da was. Aber ich denke, wir werden uns diesen hier annehmen und dann quasi hier in dem Bereich unsere Bahnhöfe haben. Da oben können wir die Verarbeitung hinmachen. Gut, das ist der Plan. Dann platziere ich mal die Bahnhöfe und dann können wir weiterschauen, wie wir den Abbau und die Verarbeitung hinbekommen. Wir haben hier zwei Bahnhöfe, einen für die Belieferung. Und der Zug, den haben wir hier so eingestellt, dass er entweder den Waggon voll lädt oder einfach nach einer bestimmten Anzahl in Aktivität weiterfährt. Und hier bei der Entladung ist es umgekehrt, nur die Inaktivität haben wir hier etwas höher. Und dann für die Produkte für die fertigen Edelsteine haben wir auch wieder einen Zug und da können wir die 6 verschiedenen Steine reinpacken und das werden wir da ganz ähnlich machen. Und hier auf diesem Feld werden wir das versuchen, möglichst eng zu packen. Ein Strommast reicht uns hier und wir werden mit der Modulforschung weiterfahren, soweit wir kommen. Ich gehe davon aus, irgendwann werden wir anstehen, weil wir neue Materialien brauchen für unsere Forschung. Aber solange es geht, machen wir hier weiter. Und dann habe ich keine Förderränder mehr. Gut, das ist das nächste, was ich brauche. Und ihr könnt sehen, hier unten, der Zug wurde entladen. Es sieht so aus, als ob die hier
etwas langsamer produziert werden als der ganze Rest. Aber möglicherweise brauchen wir hier gar nicht so die großen Mengen, sodass das nicht negativ ins Gewicht fällt. Gut, ich besorge mir Materialien und dann können wir uns anschauen, wie die Verarbeitung der Steine denn funktionieren soll. Wenn ich mir hier die Verarbeitung anschaue, dann sehen wir, dass von Schritt zu Schritt braucht das länger. Das heißt, hier bräuchten wir eigentlich 3,5 Maschinen für diese Verarbeitung und dann hier nochmals mehr. Aber ich denke, wir machen das einfach im Verhältnis 1:1 und hoffen, dass wir dann genügend rausbekommen. Und das Setup ist überall gleich, nur dass wir hier das Ganze auseinander dividieren müssen. Auf der anderen Seite. Und dann den hier rechts. Den hier rechts. Und den hier rechts. Ja. Wahrscheinlich. Den hier. Und dann bekommen wir schön sortierte Bänder raus. Dachte ich zumindest. Ah, sind das die Erze? Gut. Müssen wir hier die Erze einstellen und nicht die ersten Verarbeitungsschritte. Dann wäre das hier der. Und das legen wir dann einfach wieder hier zurück aufs Band, so dass das richtig einsortiert wird. Den machen wir hier unten dran. Gut. Und wir sehen, wir werden hier unterschiedlich viel von den Materialien rausbekommen. Und wir machen das einfach mal so. Das geht dann in den zweiten rein. Da in den dritten. Und hier brauchen wir vielleicht etwas mehr Raum. Denn hier noch haben wollen ist ein Band,
dass uns die die hier liefert. Das heißt, das geht hier ran. Und dann werden wir hier wieder ein ähnliches Band haben. Aber geteilt. Und dann hier brauchen wir das. Und dann können wir hier den nächsten machen. Einen solchen und so. Sehr schön. Und jetzt können wir das hier kopieren und einfach die Rezepte umstellen. Hinten haben wir das hier. Und dann haben wir hier grün. Dann hier unten die letzte Reihe. So, das ist alles eingestellt. Und vielleicht machen wir dann den so hin. Wasser. Und dann können wir hier die Ausgänge hinmachen. Da spielt es dann weniger eine Rolle, was auf welches Band kommt. Wir müssen hier gar nicht so weit nach hinten. Wir ziehen das einfach für jedes Band bis nach unten durch. Und
hier noch. Und dann brauchen wir da ein paar Greifarme, welche uns das auf die Bänder legen kann. Ah, und hier oben müssen wir vielleicht auch was für die Anlieferung tun. Und wieder sind die Bänder alle. Bevor ich da zurücklaufe, baue ich die einfach hier so rasch und das sollte reichen. Ja, wir haben hier die ersten drei und die müssen jetzt auch anlaufen. Und wenn wir schauen, die werden richtig in den Waggon reingelegt. Sehr schön! Das war's für heute und nächstes Mal werden wir schauen, wo geht denn dieser Zug hin und was machen wir mit all den Edelsteinen. Also bis dann und tschüss!